Hallo liebe Zuschauer von OSTV, es ist mal wieder soweit, das Blumenbild des Monats soll vergeben werden und wir stehen hier vor der Mittellandhalle 2, denn es gibt einen aktuellen Vorschlag. Und zwar den SG Motor Barleben, das ist der Pferdesport hier. Genau, und der Vorsitzende Sven Dobberstein, hören Sie einfach, was er zu sagen hat. Ja, schönen guten Tag, wir stehen hier vor der Reithalle der SG Motor Barleben. Mein Name ist Sven Dobberstein, ich bin der Vorsitzende der SG Motor Barleben. Ja, wir haben von dem Blumenbild des Monats erfahren, das dazu dient, engagierten Personen mal den Dank zu sagen. Und wir als Verein finden das eine super Idee, weil es ist mal was anderes wie ein Blumenstrauß. So ein Blumenbild, das ist eben für die Ewigkeit. Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wer kann das hier erhalten. Wir haben natürlich viele engagierte Leute hier in unserem Verein. Und nach langem Zusammensitzen und Überlegungen haben wir uns überlegt, dass die Manuela Keindorf dieses Blumenbild des Monats erhalten soll, weil sie sehr engagiert ist. Sie ist für den Nachwuchs hier im Voltigierbereich tätig und hat jetzt in den letzten 2 Jahren sich sehr engagiert, wie gesagt, und auch tolle Erfolge erzielt. 1., 2., 3. Plätze bei den Landesmeisterschaften. Und darum, liebe Manuela Keindorf, haben wir dich auserwählt und wollen dich vorschlagen für das Blumenbild des Monats Oktober und wollen uns hiermit recht herzlich bei dir bedanken. Davon werden wir uns jetzt überzeugen. Wir gehen gleich in die Halle. Kennst du dich mit Pferdesport ein bisschen aus? Ja, so ein bisschen. Ich bin so eine Oma von vielen Pferdekindern. Ja, bevor wir zur Ehrenrunde kommen, wollen wir noch eine weitere Auszeichnung vornehmen. Und dazu überreiche ich mal das Gebot an Frau Kasper und bitte mal wieder einmal zu mir. Mein Name ist Rosemarie Kasper, ich wohne hier in Barleben und bin Malerin. Und da ich gehört habe, gesehen habe, wie toll das bei Ihnen funktioniert und auch gehört habe, dass Sie sich sehr einsetzen für den Reitverein und für die Kinder ganz besonders, da habe ich gedacht, ich überreiche Ihnen hier das Blumenbild des Monats als Dankeschön. Ich möchte mich natürlich auch recht herzlich erstmal für dieses spontane Geschenk bedanken. Aber in erster Linie möchte ich den Dank weitergeben an die vielen fleißigen Helfer, ob Vorbereitung oder hier bei der Durchführung des Turnieres, an meine Familie, die, glaube ich, seit gefühlt 3 Wochen dort auf mich verzichten musste und immer trotzdem mitgeholfen hat bei allen Sachen. Ganz lieben Dank an die Omi, ohne die ich das alleine hier natürlich nicht stellen hätte können. Zeigt mal eure Schleife. Ganz besonderer Dank geht an die Eltern von dieser kleinen, tollen Gruppe, die mich so zahlreich auf jedem Turnier dieses Jahr begleitet haben und die auch heute keine Mühe scheuen und fast in allen Organisationen die ganz große Sorgen übernehmen haben. Das, liebe Zuschauer, war also die Übergabe des Blumenbild des Monats im Oktober. Wir erwarten Ihre neuen Vorschläge. Schicken Sie sie bitte an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse oder rufen Sie einfach an. Dann machen wir was aus. Wir sind neugierig auf Ihre Vorschläge. Werden die nächsten Bilder jetzt dieses Herbst ein bisschen winterliche Motive haben? Also das würde ich nicht sagen, denn gerade mit einem Bild kann man ja nun nicht im Herbst ein neues hinhängen, im Frühjahr ein anderes. Also ich würde sagen, ich male so, wie ich es mir denke und wenn es dann gefällt, gefällt es und wenn nicht, kann ich auch nicht ändern. Aber bis jetzt haben die Bilder alle gut gefallen, also schlagen Sie Ihren Empfänger für das Blumenbild des Monats vor.